Zerrissene Plakate und Graffiti. Vor der Universität von Kairo hat der Wahlkampf um die Präsidentschaft in Ägypten Spuren hinterlassen. Viele junge Leute haben im arabischen Frühling eine entscheidende Rolle gespielt beim Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak. Nun sind sie für die 12 Kandidaten eine hart umkämpfte Wählerschaft. Doch keiner der Bewerber gilt hier als klarer Favorit der Studenten. Von den Kandidaten bekommen wir nichts als Worte. Wir haben keinerlei Taten gesehen. Also werden wir uns auf ihre Vergangenheit stützen, um unsere Wahl zu treffen. Am nächsten stehen den Revolutionären wohl der jüngste der Präsidentschaftsbewerber, Khaled Ali, und der Linkspolitiker Hamdine Sabahi. Einen eigenen Kandidaten der Jugend gibt es allerdings nicht. Im Chaos nach der Revolution wurde aus den verschiedenen Bewegungen keine geeinte politische Kraft. Die Art und Weise, in der der Übergang verwaltet wurde, hat die Jungen leider nicht dazu ermutigt, sich zusammenzutun. Manche Kräfte haben es bewusst darauf angelegt, diese Jungen zu spalten, um den Übergangsprozess steuern zu können und den interessengesteuerten Netzwerken des alten Regimes eine Rückkehr zu ermöglichen. Immer wieder demonstrieren die Jungen in Kairo gegen die Armee und so gut wie immer ist Heba Hegazi dabei. Die Anwältin will auch dann wieder auf die Straße gehen, wenn ein Kandidat des alten Regimes gewinnt. Ex-Außenminister Amr Moussa oder Mubaraks letzter Regierungschef Ahmed Shafik. Wenn Moussa oder Shafik gewinnen, dann machen wir wieder das, was wir schon immer gemacht haben. Demonstrationen und Sitzblockaden. Wir gehen wieder zurück auf den Platz. Heba Hegazi ist 27. Politik kennt sie bislang nur unter dem Mubarak-Regime. Nun aber sieht sie eine neue Ära heraufziehen und die kann sie kaum noch erwarten. We'll be right back.